Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute, ich mach mal ganz kurz die Pfeile aus, so. Wir befinden uns heute auf einer englischen Karte und zwar Bristol Airport und das Ganze fahren wir mit dem Neoplan Jumbo Cruiser Mega Extreme Extended Edition, weil wir nämlich nochmal ein Gelenk haben. Wir haben nämlich den Jumbo Cruiser in der Doppelgelenkbus-Ausführung. Ja, auf jeden Fall solides Fahrzeug. Ja, das sehen wir jetzt hier. Das hat durchaus ein bisschen, ich würde sagen, Kapazität, um natürlich die Leute hier mit ihrem Flughafen-Shuttle souverän natürlich von A nach B zu bewegen. 26 Meter, wie es aussieht, steht hier drauf. Ich vermute mal, dass es das bedeutet. Ich steig grad mal rein. Genau. Uiuiui. Okay. Was wir machen, bevor wir M drücken, ist hier diesen tollen Nupsi dann neben dem Lenkrad drücken. So. Genau, das macht nämlich auch Geräusche. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Haben wir denn das, wie was sich Licht nennt? Oder, sieht irgendwie nicht danach aus, ne? Also das hier ist so der Bus. Ja, also sagen wir mal, haben durchaus Kapazitäten, ne? Das lässt sich irgendwie nicht abstreiten. Das hier ist relativ weit vorne. Oben wollte ich mal hin, genau. Okay, da sieht man relativ wenig. Hier sieht man ein bisschen weiter. Ist das vorne oder hinten? Guck mal, zweite Reihe. Ein bisschen weiter hier. Guck mal, das ist durchaus eine Menge Bus, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ansonsten können wir nochmal von draußen gucken. Wir können die Türen nicht alle mal gleichmäßig aufmachen. Also es ist schon ein... ja, der ist schon ein Ding, du. Ne? Ich bin aber gespannt, wie wir da irgendwie... So. Ja, Stürwarntöne natürlich wichtig. Und jetzt können wir den Gang einlegen und losfahren. Achso, was ich noch nicht gemacht habe, ist... Da. Schildern sollten wir noch. Das klappt sonst nicht ganz so gut. Ich habe jetzt mal Fonts und den ganzen Kram... Also, dass die zu installieren war. Alter Latz. Das war eine Herausforderung. Ich hoffe mal, dass der Kollege da jetzt nicht gleich losfährt. Wow. Ja, die Gelenke arbeiten. Ich fahre das einfach mal hin. So. Wir fahren den Long Stay Shuttle, weil er sich irgendwie so mit am, ich will nicht sagen, kompliziertesten, aber ja, doch, irgendwie schon. So. Achso, ich muss jetzt die Feststellbremse und dann kann ich den Kram aufmachen. So. Schönen guten Tag, hallo, und zwar mit dem zweiten Türknopf. Der erste Türknopf würde die Türflügelsperre reinmachen. Wie wir hier sehen, das ist der erste Türknopf. Ich muss auch mal ein bisschen üben. Und der zweite Türknopf ist hier die erste Tür. Und die Haltestellenbremse, also Haltestellenbremse mit Türfreigabe, sind die hinteren Türen. Nur so, falls ihr irgendwie mal ausprobieren wolltet. Einen wunderschönen guten Tag. Steige doch alle mal gerne ein hier. Hallöchen. Na, alle mal mit hier, ne? Wer hat euch will, noch mal einmal Karte abstempeln. Schönen guten Tag. Er steht ja zum Glück noch, ne? Ja, der wartet auch. Der hat auch nicht viel Alternativen, ehrlich gesagt. Alter, das ist halt ein Ding, ey. Haben wir das echt alles als Plätze ausgewiesen oder könnte man mal echt Linien damit fahren, du? Das, das sind dir Schlacke mit den Ohren, du. Also, ich habe mal geschaut, das ist ja tatsächlich nicht Gelenkbus. Genau, jetzt dürfen wir die Feststellbremse wieder rausmachen. Das Ganze hier ist tatsächlich in der Tat, so. Ein bisschen Geräusche. Ist tatsächlich Doppeldeckerbus ausgelegt, das heißt, wir kommen damit hier durch, zumindest von der Höhe her. Rest weiß ich jetzt nicht, müssen wir mal schauen. Dann haut halt alle ab. Die sagen auch nichts. Dann war da wohl irgendwas, wo ich gegengedotzt bin. Irgendein unsichtbares irgendwas. Ja, die Maße von dem Bus sind dann halt doch irgendwie... Ich will nicht sagen krass, aber ist schon nicht schlecht. So, guten Tag, Kollege. Ja, ich fahre ein bisschen langsamer. ja, ich möchte es auch nicht schneller fahren. So, mit dem Linksverkehr macht das... das geht ja gar nicht. Haha. Das ist ein Linksverkehrbus, Josh. Also, ja, dann kannst du bestimmt mal irgendwie Arnhem-Laurensbach, machst du mal SEV oder so. Nee, zum einen kommt man da nirgendwo drunter durch und zum anderen... ist natürlich... Darauf bin ich nicht gekommen. Das ist, wenn man bei so einem Profi-YouTuber wie mir schaut, ja... Kann sowas natürlich auch mal unter den Tisch fallen irgendwo, ne? Deswegen kann man das nicht viel machen. Hat man gedacht, Linksverkehr, das kann man mal machen. Hat, als wir das letzte Mal gemacht haben, super funktioniert.
Erinnert sich jemand daran nicht? Okay, gut. Dann ist es in Ordnung. So, ich kann echt nicht schnell fahren hier. Ne? Das ist. Also ich habe zuvor mal probiert, ob ich das Ding überhaupt bewegt kriege. Also überhaupt das anzukriegen war halt schon mal irgendwie witzig, wegen dem Button da, den man drücken musste. Bis man das rausgefunden hat. Nein. Was auch immer du machst, das ist irgendwie dezent nervig, lieber Bus. Kann ich dich reparieren? Geht das weg? Tatsache. Er war irgendwie kaputt. So. So. Feststellbremse hinten und vorne. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Hallo. Einmal wieder rein hier, ne? Wir haben tatsächlich Platz für alle. Gibt's eine Karte, wo man... Oh. Ich gucke da mal nicht hin. Also ich scheine tatsächlich, glaube ich, unten aus, aber irgendwie haben die da oben Pfade. So. Gibt's eine Karte, wo man das hier sinnvoll ausfahren könnte? Weil der Shuttle ist hier natürlich jetzt irgendwie nicht so... Sagen wir mal, das Ding. Interessant ist auch, dass das Ganze hier eher auf Linienverkehr ausgelegt ist. Oder was ist das hier? Was sind das denn hier diese... Ah, es könnte Toilette sein. Aber Gepäckbereiche haben wir halt tatsächlich nicht, ne? Wir können aber gerne mal ein bisschen... Fahren wir gerne mal ein bisschen außerhalb, wenn ich da rumgekommen bin. Vorher nicht. Haha. So, machen wir das erstmal. Ich hoffe mal, dass jetzt keiner ist, der mich überholen möchte. Wobei, das sieht schlimmer aus, als es ist, ehrlich gesagt. So, dann machen wir ein bisschen hier von außen. Gut, dass sich das Gelenk mitbewegt. Bewegt sich das Vordergelenk wenigstens mit? Nee. Ist das ein OMSI-1-Bus? Kann ich mir auch noch vorstellen, weil da war ja mit Gelenkanimation halt noch nicht so, ne? Aber so ansonsten fährt das ja, ja, wie so ein Kamel hier lang. Ich wollte gerade sagen Terreur, aber Kamel und Terreur, das ist er nicht, so. Den Blinker lasse ich mal aus Nervigkeitsgründen aus. Einen schönen guten Tag, hallo. Ah, yeah. Was ist denn mit ihrem blöden Abgestempel? Der Shuttle ist kostenlos, nein. Kinders. Den braucht er nicht abstempeln. Wirklich nicht. Wegen mir nicht. So, setz euch mal lieber hin. Ihr könnt euch gerne weiter hinten einen Platz suchen. Nur ob da die Plätze so sicher sind. Ich weiß ja nicht. Ach, hier ist ein paar ein bisschen langsamer fahren. Alter, es schaukelt schon. Ja. Es schaukelt. Und so, wir haben uns auch irgendwie genau von der Dashboard-Bedienung her. Ja. Sagen wir mal, nicht für den hiesigen Markt ausgerichtete Zeichen. Aber ich fand es immer ganz interessant, so für die hier so Sommervorproduktion. Das ist vielleicht eine ganz fancy Angelegenheit. So. Ja, das. Der Bus hat eine existente Länge, hätte ich jetzt mal gesagt. So, steigen Sie bitte mal ein, da kann ich schon mal zumachen. Dankeschön. Ich muss nämlich immer warten, bis es klack-klack macht. Dann darf ich die Feststellbremse lösen, denn sonst fährt er nachher nicht mehr los. Sonst hat er die Bremse noch angezogen. Das ist eine Diva hier, der Gute. Sudele Long Stay Shuttle. Ja, genau. Wir fahren es hier halt irgendwie beim Parkplatz. Das ist so die Aufgabe von dem Ding und gefühlt wärst du mit Laufen halt irgendwie schneller. Wird ja irgendwann den Bus geschrottet. Ich sehe es doch schon. Irgendjemand hat was dem schönen Bus hier angetan. Das kann ja nicht sein. Weißt du, steht hier unter meiner Obhut und dann, ach, widerlich. So, so. Och, nee. Hallo, Lad. Guten Tag. Hallo. Einmal bitte rein hier, ne? Wobei vor allem erstmal alle raus. Das ist, glaube ich, eher das Problem. So. Ja, dann steigt halt nochmal. Dann läuft ein Zug einfach früher da. Ich guck da gar nicht hin. Ist, die Karte ist, ja. So, klick. Dankeschön, jetzt kann ich los. So. Hier lang, okay. Das da durch. It looks like we have to da. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir es denn schaffen würden. Tatsache, wir kommen sogar zwischen den Linien ganz gut klar. Ist ja cool. So, dann wollen wir einmal hier durch. Blubs. Eher Problem, dass der Bus immer irgendwas auseinanderklappert irgendwie, ne? Das ist... Aber für eine Folge kann man das mal machen irgendwie. Hat von euch wieder mit dem Bus kaputt gemacht. Leute. Was könnt ihr nicht mit mir machen? Da könnt ihr einfach den Bus immer kaputt machen. Man muss noch fahren, du. Der muss euch zum Flughafen transportieren. Ich weiß, ihr seid alle
Öko-Diktatur-Leute, ne? Linksgrün versifft. Und ihr wollt Flugzeuge verbieten und Dieselbusse, aber. Naja. So, guten Tag. Hallöle. So. Achso, wir haben alle. Haben wir jetzt alle? Nee. Hello. Ja, Stapel. Nein, eigentlich nicht. Lionel Richie, du. Boah, das ist da fast gleichzusetzen mit Ferry. Kam die. Ja, die Folge kam bestimmt schon. Hello, is it me you're looking for? Das finde ich auf einer Linie mit Ferry. Irgendjemand? Nicht? Okay, City Skylines. Vielleicht kann es auch noch gar nicht. Aber ich glaube, das müssen wir irgendwie gucken. So, wo muss ich jetzt lang? Da lang. Okay. Ah, ich kann nicht geradeaus können. Mist, geradeaus wäre cool gewesen. Das ist nicht so. Sieht ein bisschen komfortabeler aus. So, was machen wir jetzt hier, weil wir den Bus hier so komplett mal an der Spitze treiben? Hier rum. So, und dann machen wir hier rum. So. Es wird halt nix, ne? Ich kann rechts noch ein bisschen. Mal, wir fahren hier so Solo-Doppeldeckerbusse oder Citaro UK. Oh, der steht aber auch knapp, du da. Ja, das mit dem Gelenk, das will ich gar nicht sehen. Aber ansonsten, wie verhält er sich denn so? Außer, dass er hüpft. Jetzt denkt man nicht, jetzt abwechselnd mal nicht an den niedrigen FPS, sondern einfach nur der Tatsache, dass er sich so ein bisschen. Okay. Ich glaube, ich habe ihn wieder kaputt gemacht. Ach ja. Entweder. Ich repariere den gar nicht mehr. Also entweder ist hier was auf der Karte oder der Bus ist schon. Ich muss noch ein bisschen näher an euch ran. Kommt ihr nicht mit? Ach doch, was wollen sie mit? So. Schönen guten Tag. Hallöle. So. Guten Tag, ist jemand vom Pannendienst? Nee, gut, okay. So, wie sieht's denn hinten aus? Haben wir alle? Ich kann natürlich alle Türen super einsehen, das ist, klar. So, jetzt können wir los. Ist ganz wichtig, wenn man die Türen selber kontrolliert, dass man die auch alle, ja. Ihr seht schon, das ist, ja, das ist super. Einwandfrei. So, Krachbombus kaputt? Irgendjemand? Nicht? Okay, finde ich gut. So, Busroute, ja, das wäre dann hier lang. Es gibt auch noch einen anderen Teil der Karte, den wir jetzt halt nicht abfahren, weil ich habe gedacht, das ist mal so ein bisschen ein anderer Bereich als der vom Rest. Den können wir vielleicht uns auch nochmal irgendwann mal angucken, in dem nicht ganz so exorbitant, ja, ne? Nämlich ganz im extremen Bus, aber müssen wir mal schauen. So, einen schönen guten Tag. So, Plimboing. Ah, ihr wart doch mit. Ja, dann hopp. Noch mehr. Kommt nach der Frau nochmal jemand? Nee. Nein, immer noch nicht. So, müssen wir ganz an den Zaun und dann einmal rum. Okay, das ist keine gute Idee. Das schaukelt sich irgendwie, das schaukelt sich hoch, du. Ist wie Leute, die, keine Ahnung, ja. Ne, ihr wisst da was. Ja, hier wird's mit, das schaukelt sich hoch einfügen. Ja. So funny. Endfresh. Gibt da andere Chipsmarken. Und gibt auch gesundes Essen, was man essen kann. Ist nur so ein kleiner netter Hinweis von mir. So. Ja, das ist irgendwie, das ist eng. Dankeschön. Ja, das wird nichts, oder? Doch, Tatsache. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Parkplatz-Shuttle, dass man irgendwie schneller gelaufen wäre. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber. Oh, hier ist ein bisschen mehr los. Du willst jetzt aber nicht hier rein. Ich hoffe nicht. Irgendwie läuft man, glaube ich, schneller, als dass man hier mit diesem Shuttle fährt, wenn ich so. Ist hier die von außen am Vorfahrt oder was macht der da? Also der. Nicht der Transporter, sondern der weiße da vorne. Der VW-Dings, der. Keine Ahnung. Oh, das wird jetzt aber spannend. Wir müssen eine dritte Ausfahrt, genau, ja. Third Exit, so.
Aber ich glaube, so schlimm ist das gar nicht. Sagte er, macht wahrscheinlich gleich alles kaputt. So, Joshua, Kreisverkehr, Kurvenfahrtechnik. Ist leider nicht ausgelegt für linksfahrende Doppelgelenkbusse. Boah, das ist halt echt, das ist halt die Steigerung des Todes. Ich meine, Neoplan hat mit dem Jumbo Cruiser generell ja schon mal eine Steigerung von Bus etabliert, aber das ist natürlich ein Doppelgelenk Doppelstockbus. Das ist natürlich... Oh, wir haben gar kein Standlicht angehabt. Was? Aber der Fensterspalt war da. Genau, den haben wir dort. So, da darf ich lang. Ach, guck mal, guten Tag, liebes Auto. Authentic, was? Ach, authorized vehicle only, okay. Das heißt Vehicles übrigens. Das ist ja Vehicles-Ordner. So, oh, das ist aber cool. Guck mal, da hätte ich gerne irgendwie. Eigentlich müsste man dann da mal gucken, dass wir dann vielleicht. So. Ich dreh mal die Sonne ein bisschen. So, da haben wir ein bisschen den Bus noch mit dabei. Das ist doch schön. Und da können wir auch genauso hier. Können wir die ganz drauf? Jetzt können wir die ganz drauf. Ski. Jo, ich steh's nicht, Ski. Da sieht man auch nochmal den Bus in seiner vollen Pracht. Das ist. Ey, ich finde das. Ha. Geht der Poller runter? Danke. Der geht tatsächlich. Ich habe noch nie in Omsi einen ausfahrbaren Poller gesehen. Ich habe jetzt zu lange warte. Gut, das wird das gleiche System mit den Schranken sein. Irgendwie. Du stehst halt davor und er ändert halt sein Ding. Aber das finde ich cool. So, dann wollen wir mal fahren, bevor der Poller uns wieder hochdrückt hier. So, oben ist schon mal fast leer. Die steigen auch tatsächlich nach oben hin ein. Das finde ich ja schon mal eine interessante Beobachtung. WTF. Okay, achso, ich müsst euch da raus. Dann lasst ihr euch mal hier raus. So, tschüssi und so, ne? So. Das Ding sollte euch reichen, oder? Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann einfach ein nächstes Mal wieder. Bis dahin, tschüss. Viel fürs Zuschauen. Es ist übrigens, falls ihr das sucht, irgendwie... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Ach, Mann. Vielleicht schreibe ich es irgendwo hin. Wie hieß das? Neoplan Family hieß das Teil, genau. Ja, sucht mal danach. Tschüssi.